So, es geht weiter mit Observer, dem Spiel, wo ich am liebsten mich teilweise unter einer Decke verstecken würde. Es ist nicht klassischer Horror, sondern eher Psychothriller-Horror. Es ist total abgefahren, es ist kompletter Mindfuck, aber es ist sehr, sehr cool. Es ist nicht viel Gameplay, aber es erzählt eine super tolle Geschichte bisher, zumindest in den ersten 2 Stunden, die ich erlebt habe. Auch wenn ich mich wieder total dämlich angestellt habe, das gehört, das ist mein Konzept. Oh, das ist ja cool. Nachdem er aus Amir Norbecks ledierten Bewusstsein aufgetaucht ist, muss Dan nun die Frau des Opfers finden, Helena. Die ist diejenige, die die Leiche in Adams Wohnung angerufen hat. Da die Abriegelung noch nicht aufgehoben wurde, ist es wahrscheinlich, dass sie sich noch im Gebäude befindet. Der Traumfresser offenbart kurze Eindrücke eines Tattoo-Studios. Scheint ein guter Ausgangspunkt zu sein. Drücke linke Maustaste oder Leertaste zum Fortfahren. Das ist ja ganz cool. Sowas mag ich ja in Spielen, wenn man nochmal so eine kleine Rückblende bekommt, sei es in Textausgabe oder in kleinen Videorückblenden. Und weiter geht's. Und das Spiel sieht immer noch unglaublich hübsch aus und so unglaublich detailliert. Ich kann es immer noch nicht fassen, wie krass bescheuert die Entwickler sind. Bescheuert nicht im negativen Sinne, sondern im positiven Sinne. Was die hier alles für eine Scheiße in die Bude platziert haben. Wer macht denn sowas? Macht doch kein Mensch. Kein normaler, aber das sind... Das haben die ja an sich. Die haben auch schon in Layers of Fear, was ja auch großartig war, das Spiel. Ist nicht meine Richtung, aber ich habe es mir als Let's Play angeschaut. Und ich fand es fantastisch, aber ich habe es nicht selber gespielt. Dieses Spiel hat so unglaublich viele Details. Und ich habe schon wieder alles vergessen, muss ich sagen. Nochmal? Fuck! Ist hier noch ein Weiß, oder? Nein? Wie waren denn die Tastatur? Nein, ich habe alles vergessen. Das kommt davon. Ich muss noch mal ganz kurz die Steuerung reingucken. Ich spiele immer so viele Spiele. Gut, Singleplayer-Spiele spiele ich nicht so viele. Eigentlich immer nur bei Heroes unterwegs. Steuerung. Wie war das Menü? Ach, jetzt weiß ich auch, was verkehrt ist. Ja, natürlich. Ich habe ja beim letzten Mal mit dem Gamepad gespielt. Und das ist ja On-the-Fly-Mode und hier ist es ja Y. Stimmt. Nicht mit der Tastatur, sondern mit dem Gamepad gespielt. Vielleicht sollte ich in die Novak-Wohnung nach zusätzlichen Hinweisen durchforsten, finde L. Helena Novak. Armin Novak ist tot, aber seine Frau konnte entkommen. Der Traumfasser hat mir Eindrücke eines Tattoo-Studios gezeigt. Genau, das ist das. Nach Adam. Ich hab's mit dem Gamepad gespielt. Stimmt. So. Wird das nochmal? Ja, da ist was. PC. So sehen die PCs übrigens in der Zukunft aus. Ja? Im Jahr 2080. Arbeiten mit Chiron. Produktiver Bürger. Vermeide die bürgerliche Degradierung. Bleibe aktiv. Bewirb dich jetzt für einen autorisierten Termin. Ach du Scheiße, wer soll denn das alles lesen? Okay. Ich muss da vorher noch was trinken. Verstehe ich das nicht. Okay.
Abfallentsorgungsfachkraft. Berufsbeschreibung. Tägliche Überprüfung der Kanalisation in Bezirken der Klasse C. Ständiger Bereitschaftsdienst für Störungen der Abfallbereichsanlagen. Durchführung von umfassenden Wartungsaufgaben bei Störungen und Reinigung der entsprechenden Anlagen. Anforderungen. Trotz Schutzausrüstung müssen Bewerber eine außerordentliche Toleranz gegenüber giftigen Gerüchen besitzen. Das wäre ja nichts für mich. Nasenhöhlenmodifizierungen sind ein zusätzlicher Vorteil. Bewerbern ohne Schutzimplantate wird eine teilweise Sinnesentzugsprozedur angeboten. Aufgrund der häufigen Belastung durch biologische Substanzen werden Fachkräfte täglich biochemischen Scans unterzogen. Schädlingsbekämpfer. Berufsbeschreibung: Führt streng Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen in stark befallenen Bereichen in Bezirken der Klasse C durch. Übt alltägliche Tilgungsaufgaben mit chemischen und direkten kinetischen Mitteln aus. Anforderungen: Bewerber müssen körperlich fit sein und außergewöhnliche Ausdauer und Geschicklichkeit besitzen, um Tilgungsaufgaben in schwer erreichbaren Gegenden wie Dächern und Lüftungsschächten durchführen zu können. Aufgrund des hohen Berufsrisikos durchlaufen alle Bewerber eine rigorose Hintergrundprüfung und werden regelmäßig auf geregelte Substanzen überprüft. Drohnenfließbandarbeiter. Das klingt jetzt total schon bescheuert. Führt einfache Kontroll- und Wartungsarbeiten in einer Drohnenfertigungsanlage durch. Anforderung: Ein grundlegendes Verständnis der Robotertechnik ist ein zusätzlicher Vorteil. Mindestens 2 Jahre Erfahrung in einer Fertigungsanlage erforderlich. Alle Bewerber werden außerdem einer einfachen Hintergrundprüfung unterzogen. Datenübermittler. Das klingt einfach. Liefert verschlüsselte Datenpakete in Klammern Vertraulichkeitsstufe 2 bis 4 an und von Firmenzweigstellen in den Bezirken der Klasse B und C. Anforderungen: Aufgrund der höchst mobilen Natur des Postens ist ein Besucherausweis für die B-Bezirke erforderlich. Der Ausweis wird dem Bewerber nach Bestehen eines einfachen Bürgerwissenstests und der Durchführung einer umfassenden Hintergrundprüfung ausgestellt. Ein voll funktionstüchtiges Datenspeicherimplantat Klasse CR oder höher ist erforderlich. Aufgrund der vertraulichen Natur mancher Verträge werden die Bewerber einer kurzfristigen wöchentlichen Gedächtnisbereinigungsprozedur unterzogen. What the fuck? Löschen die mein Gehirn oder was? Jungservicetechniker. Führt planmäßige und außerplanmäßige Wartung am holographischen Verbraucherobjektoren in Häusern der Klasse C durch. Anforderungen: Da die Aufgaben in privaten Wohnhäusern und direkten Kontakten mit den Kunden ausgeführt werden, müssen die Bewerber über hochentwickelte soziale Kompetenzen und ein freundliches Wesen verfügen. Es gibt keine feste Bezahlung, die Vergütung hängt von der Zahl der erfolgreichen Durchführung Wartungsaufträge ab und wird in einer nicht wechselbaren Währung ausgezahlt. Das ist ja wohl der mieseste Job, den man bekommen kann von den ganzen Dingern. Nils. Da ist es wieder. Zunächst muss ich als zuständiger Tätowierer dich bitten, mit diesen Nachrichten aufzuhören. Wenn du ein Problem hast, komm in den Laden. Zweitens ist dein Hals prima geheilt, als ich das letzte Mal gesehen habe. Der Beschleuniger funktioniert und wenn es wirklich, wie du behauptest, verschwimmt, dann liegt es wohl eher an deinen ständigen Kratzen und Pfuschen. Zum letzten Mal lass es in Ruhe. Komm vorbei, dann schaue ich, aber langweile. Was? Dann schaue ich, aber langweile mich nicht mit deinen Sorgen. Bin kein Psychiater. Jay. Probe die Daten. Nein. Die letzte Ladung war teilweise beschädigt. Ich konnte das meiste davon retten. Aber wie gesagt, du musst den Dechiffrierer-Tool mehr Zeit geben, um ihren Code zu knacken. Wenn wir diese Abmachung beibehalten wollen, musst du deinen Teil erfüllen. Es sind vertrauliche Daten. Jede entstellte Zeile Code bedeutet Stunden zusätzlicher Arbeit und meine Zeit ist kostbar. Ich sag es nochmal, die Software kann nicht entdeckt werden. Du kannst nur erwischt werden, wenn man dich beim Spielen an den Walkstationen ertappt.
Ich weiß, du hast Angst und ich weiß, welches Risiko die Situation für dich birgt. Aber genau dafür bezahle ich dich doch. Dich ja. Ey. Antwort gefallen. Tut mir leid, Teller. Ich weiß, wir kennen uns schon ewig, aber diesmal kann ich dir wirklich nicht helfen. Ich wünschte, ich könnte, aber selbst wenn wir Amirs anhaltende Gesundheitsprobleme außer Acht lassen, die Obrigen haben eine strenge Einstellungsrichtlinie eingeführt. Keine Bürger der Klasse C und definitiv keine Ex-Sträflinge. Ich weiß, Amir ist in Ordnung und er verdient eine zweite Chance, aber ich krieg ihn an diesen Regeln nicht vorbei. Es tut mir wirklich leid. Wenn ich dir sonst irgendwie helfen kann, sag Bescheid. Pass auf dich auf. Anita. Okay. Das ist das aus dem letzten, aus der letzten Session, die ich hatte. Der Typ ist im Knast gewesen und wir haben ja gesehen, seine letzten Momente, wir waren ja quasi in seinem Gehirn drin. Und er kriegt wohl keine Möglichkeit, wieder eingegliedert zu werden in die Gesellschaft. Momente. Amir Novak. Angaben zur Person. Amir Novak. 2052 geboren. Stärken, Fähigkeiten, Teamplayer. Kann mit anderen zusammenarbeiten, auch wenn sie anders sind als ich. Das macht mir nichts, solange die Arbeit erledigt wird. Personalmanagement. Kann beurteilen, ob jemand für einen Job geeignet ist oder nur prahlt. Konfliktlösung. Kann Probleme ein für alle Mal beseitigen. Das glaube ich sogar. Kann hart arbeiten, auch wenn es hart auf hart kommt. Null. Privatsektor. Sicherstellen, dass Dinge dorthin gelangen, wo sie hingehören. Mit Leuten reden. März 76, September bis 79. Reinigung. Straßenreinigung habe ich gut gemacht. Lange Schicht. Überstunden gemacht. Strafanstalt. 3 Jahre saß er ein. Was er auch immer getan hat. Oh nein, mit Feuer und Schwert. Oh nein. Ich habe schon gesehen, dass es ein Achievement gibt, wenn man alle Level schafft. Scheißendreck. Oh nein. Scheiße. Ich glaube, ich muss das spielen. Das Spiel im Spiel. Level 4. Let's go. Diese verdammten Spinnen schon wieder. Ach du Scheiße. Will ich den denn dann los? Fuck! Wie soll denn das gehen? Das kann ich ja jetzt schon vergessen. Wenn ich oben lang gehe, komme ich nicht weiter. Ich glaube, den hier mitzunehmen ist ganz gut. Ah, das ist das Geheimnis. Fuck! Er kommt direkt nach oben, okay. Scheiße.
Fuck, die folgen mir nicht. Das Problem ist, ich muss die alle drei töten, sonst komme ich da nicht weg. Den habe ich ja schon mal, aber wie kriege ich den in der Mitte los? Oh, ich habe eine Idee. Das könnte funktionieren. Nee, geht ja nicht, ich versuch's mal. Nein! Da geht er runter! Oh nein! Ich will das schaffen, wenn ich hier 100 Jahre sitze. Kann ich den da unten vielleicht auch noch bekommen? Geht nicht. Das Problem ist, wenn ich am Feuer lang laufe, wenn ich da an die Mitte lang laufe, dann hat er mich auch, weil die Spinne immer, die braucht immer einen Schritt. Das heißt, ich kann es nur unten machen. Ach, wie soll das gehen? Jetzt bin ich halt wieder am Arsch. Moment mal, ich kann doch. Ja, schau einer an, dann habe ich es doch gewonnen jetzt. Ich muss sie beide hinter mir herziehen, aber wie? Ich hab's geschafft. Das heißt, es reicht, wenn ich einen am Leben lasse. Das habe ich gar nicht mal in Erinnerung. Spiel geschafft. Hat ich wieder dieses merkwürdige Buch, oder? Kann ich nicht weiter öffnen, scheiße. Das ist die Familie und der Tattoo-Typ, ne? Die Helena und der Amir, der leider Apfelmus ist. Der Videosicht. Und die andere Sicht ist elektromagnetische Sicht. A credit chip, handy for storing off the grid currency.
Währungsspeicher. Das ist eine Art Bankkarte. Ups. Kommen wir noch nicht mit der Tastatur klar. Mit der Steuerung meine ich. Immer von unten und dann nach oben öffnen. Ist scheiße. Aber Moment, das ist doch Biozeug, oder? Nee. Nein! Da flog die Scheiße. Bäh. Well, well. You must be Helen. What else are we hiding in here? Oh, das habe ich gar nicht gemacht. Scheißendreck. Fotografischer Rahmen. Ach so, er nimmt ja nur die Rahmen auf. Dann kann man nicht öffnen. Ich bin schockiert. Hat er jetzt mit seinen Füßen? Er hat gerade mit seinen Füßen. Geht, das geht auch. Man hat auch den Nachtsichtmodus. Wieder ein Entwickler. Collectible. Hasse ich ja in Spielen. Ein Collectible. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Oh. Nur Dreckwäsche drin. Ja, nun. Chemische Spuren entdeckt, geregelter Stoff 45F. Lousy ink. Probably got him in prison. Das hat er auf Gang zugehörigkeit hören. Ist noch irgendwo. Richtig. The cutting pattern matches the one from previous victim. Eine Übereinstimmung gefunden. 15 bis 19 mm tief, 213 mm länger. Synchrosine collected. Geregelter Stoff 31A. Morphine, some under the counter painkillers. The numbers on them might lead me to Amir's clients. 209 209 und 112. Well, you got your last picks. Hope it was worth it. Some strange looking hair. Not human. Not animal. Es ist also irgendein übernatürlicher Kram, okay. Und sonst sehe ich hier jetzt auf den ersten Blick nichts. Doch, da liegt noch was, oder? Ist das das Blut?
mit der anderen Sicht finde ich hier noch irgendwas, was brauchbar ist. Finde Helena Novak, untersuche den Tatort. Vielleicht sollte ich noch. Ja, das habe ich doch gerade gemacht. Durchsuche Wohnung 112 und Wohnung 209. Die Frage ist, inwieweit ich hier schon alles abgesucht habe. Sowas nervt mich ja immer tierisch. Oh, das ist das blöde Buch. Inwieweit, ich hier alles durchsuchen muss oder ob ich schon alles durchsucht habe. Man kriegt da halt keine Hinweise vom Spiel. Ich weiß nicht, dass ich wüsste. Na gut, dann würde ich sagen. Oh, was? Kyren Corporation ID. Low level clearance, but still valid. Hat also offenbar da gearbeitet. Ja, genug Wind. So warm ist es nun auch wieder nicht hier in der Bude.